Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Das Urheberrecht regelt eine wirklich schwierige Materie, den Anspruch von Verlagen, von Autoren auf ihr geistiges Eigentum und auf der anderen Seite die Frage, wie Wissenschaft, wie andere dieses Werk nutzen können. Und mit dem Versprechen, eine Bildungs- und Wissenschaftsschranke einzuführen, die dieses Thema grundlegend regelt, haben wir uns ein wichtiges, aber eben auch schwieriges Thema vorgenommen. Ich bin sehr froh, und mit mir die CDU-CSU-Bundestagsfraktion, natürlich im Besonderen die Wissenschaftspolitiker, aber eben auch die gesamte Wissenschafts- und Hochschullandschaft in Deutschland, dass uns dieses Mammutwerk gelungen ist, meine Damen und Herren. Denn wir finden mit diesem Gesetz einen wirklich fairen Ausgleich, der nicht einfach ist, der im Übrigen auch bei dieser schwierigen Lage nur von einem Parlament zu klären ist, zwischen den Interessen der Verleger, der Autoren und der Nutzer. Und die erlaubnisfreie Nutzung urheberrechtlich geschützter Werke für akademische Lehre in dieser Art und Weise mit einer pauschalen Vergütung macht eben in diesem digitalen Zeitalter tatsächlich die Nutzung dieser wissenschaftlichen Lehrbücher einfach und unkompliziert möglich. Wir haben an der Universität Osnabrück einen Versuch gemacht, der der Frage nachgegangen ist, ob nicht diese Einzelvergütung auch eine mögliche Variante ist. Aber jeder, der sich vorstellt, dass in einer Bibliothek tausende Bücher sind, für die es wirklich in jedem Fall eine einzelne Regelung braucht, wird nachvollziehen können, dass diese Einzelvergütung eben etwas ist, was zu komplex ist, zu bürokratisch ist und wo am Ende Aufwand und Kosten in keinem Verhältnis zu dem stehen, was als Umsatz generiert worden ist. Und deswegen ist es richtig, dass wir hier diese Pauschalvergütung auch in Zukunft haben werden. Es bleibt die Aufgabe, dass auch die Verlage, gerade im Bereich der Wissenschaft, sich einstellen auf das digitale Zeitalter. Und wir machen mit diesem Urheberrecht tatsächlich ein Angebot. Wir schaffen ein Urheberrecht, was die Digitalisierung mitnimmt. Und jetzt liegt es daran, ob nicht die Hochschulen oder die Schulen, sondern ob die Verlage Angebote machen können, die diese Digitalisierung auch tatsächlich aufgreifen. Ob ihnen das gelingt, was im Bereich der Musik, der Filmindustrie sehr, sehr lange gedauert hat, man könnte auch sagen zu lange, was am Ende tatsächlich zu praktikablen und auch akzeptierten Konzepten geführt haben, die heute von uns allen genutzt werden. Das brauchen wir auch im Bereich der Wissenschaft. Und es wäre natürlich eine große Chance, in einem Land mit 80 Millionen Einwohnern, in der Wissenschaftsnation in Europa, wer ist stärker als der Wissenschaftsstandort Deutschland, dieses Modell aufzusetzen, es zum Standard zu machen, für Europa auch darüber hinaus. Das könnte ein echter Wettbewerbsvorteil sein. Und man kann nur hoffen, dass die Verlagsbranche sich zusammenfindet und dieses System aufsetzt, meine Damen und Herren. Wir wollen die digitale Nutzung, wir wollen die faire Vergütung und wir möchten, dass auch im Bereich der Schulen und der Lehre eine breite Nutzung stattfindet von Zeitungen und Zeitschriften, übrigens auch von Tageszeitungen. Es ist wichtig für unsere Demokratie, dass bereits junge Leute sich auseinandersetzen, dass sie einen guten Zugang bekommen und dass sie auch eine tägliche Berührung haben, nicht nur mit sozialen Netzwerken, sondern mit wirklich hochwertigen journalistischen Produkten. Und deswegen kann man nur hoffen, dass auch in diesem Bereich sich etwas bewegt. Die Bundesministerin für Bildung und Forschung hat mit dem Digitalpakt, der jetzt ausverhandelt ist, mit den Ländern ein Angebot gemacht. Wir werden in der nächsten Legislaturperiode, zumindest wird CDU/CSU dafür kämpfen, dass wir mit über 5 Milliarden Euro hier einen deutlichen Schritt nach vorn machen, die Ausstattung von Schulen, von Berufsschulen mit digitalen Medien, die Grundlage dafür ist, dass das, was wir auch in diesem Gesetz regeln, am Ende in der Praxis in den Schulen ankommt. Ich hoffe, meine Damen und Herren, dass uns das am Ende gelingen wird. Und ob das gelingt, ob es eine Bildungscloud gibt, ob wir diese ganzen Themen auch wirklich in den Schulen einsetzen, das hat auch etwas mit politischen Mehrheiten zu tun. Unsere Position ist da klar. Mit dem heutigen Urheberwissenschaftsgesetz leisten wir einen ganz wichtigen Beitrag, die Voraussetzung dafür, dass diese Dinge dann am Ende auch möglich sind. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Herr Kollege.